Freunde, jetzt wird's richtig übel. Denn Vegeta hat Freezer so weit gebracht, dass er sich jetzt in seine zweite Form verwandelt hat. Und dadurch ist er noch um ein so vielfaches stärker geworden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich muss ihn jetzt nochmal bekämpfen mit Vegeta, Krillin und Son Gohan. In seiner neuen Form ist Freezer ein wahr gewordener Albtraum. No! In that case, I won't be as nice as before. Ihr seht richtig, Freezer zweite Form. Jetzt ist er erstmal wesentlich größer geworden, also ziemlich groß sogar, und hat natürlich auch noch an Kraft und Grausamkeit zugelegt, könnte man fast sagen. Level 122. Ich mache jetzt den Anfang trotzdem mal mit Kid Gohan, einfach mal so, weil ich es kann. Und falls er besiegt wird, kommt Krillin dran, falls er auch noch besiegt wird, kommt dann noch Vegeta, also... Los geht's! Ready? Fight! So, wir sehen auch, dass Son Gohan jetzt dieselbe Rüstung trägt wie die Saiyajins. Das hat eben den Vorteil, weil diese Rüstung ist relativ dehnbar und hält aber trotzdem sehr viel Angriffen stand. Also das ist ein ganz spezielles Material. So, wow. Meine Güte, der weiß wohl nicht, dass man kleine Kinder nicht verprügelt. Auf jeden Fall ist es unhöflich und verdammt fies. Alter, der hat mir Ki abgezogen, als er mich da so weggeboxt hat. Habt ihr das gesehen? Gekiretsumada! So. Finisher Schild, jetzt meint das ernst. Bakuretsuranma! Und friss das! Und das noch dazu! Und gleich nochmal! Hält er wieder immer ausweicht! Versteckte Energie. Was? Hä? Was bringt ihm das denn? Kapier ich gar nicht. Naja, was kann er jetzt noch? Superkampfgeist ist vielleicht besser. Da ist ein Max-Power-Modus und jetzt bist du erledigt, Freezer. So, und das gibt schon mal Freezer in der zweiten Form für alle weiteren Modi des Spiels. 7710 ist auch nicht wenig. Und vor allem kriegen alle ein Level Up. Vegeta auf Level 34, Krillin auf Level 40 und Kid Gohan auf Level 33. Das ist sehr schön. Gegen Freezers unglaubliche Macht ist Vegeta hilflos wie ein Kind. Andernorts findet Piccolo den Namen Krieger Nel am Rande des Todes. Piccolo fusioniert mit ihm und gewinnt die unglaubliche Kraft eines Super Nameks. Nach langer Zeit mal wieder als Piccolo unterwegs. Wer hätte das für möglich gehalten? Ja, Nel ist ein anderer Namekianer,
einer der wenigen, die quasi auf diesem Planeten gute Krieger sind. Der ist übrigens dann später in Tenkaichi 3 sogar als Kämpfer verfügbar, in dem Teil allerdings noch nicht. Und Piccolo ist jetzt eben mit ihm fusioniert, damit er stärker wird. Als Vegeta und die anderen verloren scheinen, taucht der verwandelte Piccolo auf. Sorry to keep you waiting. Piccolo! Now then, how about I clean up this trash? I'll do it alone. You guys keep out of it. Vegeta! Okay, Piccolo gegen Freezer zweite Form, das könnte spannend werden. Und los! Lass mich auf jeden Fall nicht zurückdrängen von dir! Dragon Ball! Dragon Ball! Da ist einer! Da ist der Letzte, der mir noch fehlt! Und du haust bloß ab! Den werde ich mir schnappen, verdammt! Da, in Umständen! Wo ist er denn jetzt? Ich hab ihn! Ich muss jetzt nur noch meinen Kampf gewinnen. Ha, abgeblockt. Ja, du auch. Ich aber auch. So. Volle Kraft. Und Höllengranate. Freunde, ich hab endlich mal alle Dragon Balls. Also jetzt muss ich, wie gesagt, nur noch mehr den Kampf gewinnen, dann ist er mir auch sicher. Alter. Piccolo lädt verdammt langsam seine Ki auf. Lichtgranate! Oh Gott, er ist im Max-Power-Modus, das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Alter Piccolo, du musst deine Ki ein wenig schneller aufladen, das ist ja total langsam. Strafender Blaster. Ging Gott sei Dank daneben. Und Lichtgranate in your face! Und das war's! Endlich! Ich habe endlich das erste Mal alle 7 Dragon Balls besammeln, ist das nicht geil? Freunde, das heißt, in diesem Part ist es endlich soweit. Ich werde die 7 Dragon Balls vereinen und den Drachen rufen. Piccolo zeigt seine neue Macht, doch Freezer ist unbeeindruckt. Do you really think that was the full extent of my power? What? Freezer überrascht durch seine Ankündigung, dass ihm noch 2 Verwandlungen möglich sind. Kann Piccolo diesen bösen Feind besiegen? Oh mein Gott, jetzt hat der Typ echt noch 2 weitere Formen, das ist ja nicht zu fassen. So, und wenn wir jetzt mal kurz auf die Karte gucken, dann sehen wir einen weißen Punkt. Und wenn ich dorthin fliege... Ja, Porunga. Also, manchmal schreibt man ihn auch mit L, also Porunga. Auf jeden Fall ist das der Drache des Planeten Namek, der die schöne Besonderheit hat, dass ich mir im Gegensatz zu Shelong von ihm gleich 3 Wünsche erfüllen lassen kann. Und ihn werde ich jetzt auch rufen. So, und hier kann ich mir jetzt verschiedenste besondere Z-Objekte wünschen, die man auch teilweise nur von den beiden Drachen bekommen kann. Also Präsenz des Meisters, Plan des Meisters, Schutz des Meisters sicher nicht. Was haben wir denn hier? Ultimatives Gottwasser. Ist
zur Objektfusion gedacht. Dann haben wir hier Regenerationsfähigkeit, ewiges Energiegerät und Wunder-Z Plus. Das würde ich gern haben. Wunder-Z Plus. Sinkt deine Gesundheit auf 0, bist du kurz unbesiegbar. Schauplätze Kampf läuft. Charakter Yamchu, Chaosu, Mr. Satan, Tao, Kui und Yachirobi. Gut. Dann, Regenerationsfähigkeit. Leichte Gesundheitsregeneration. Kampf läuft. Charaktere Piccolo, Cell, Majin Buu, Garlic Junior, Sun Shenlong und Metal Cooler. So, und was haben wir hier jetzt noch? Ewiges Energiegerät. Starke Vitalitätsregeneration. Kampf läuft. Cyborg 16, 17, 18 und Super 17. Okay. I shall grant this wish. Ja, das hätte ich jetzt gerne alles, bitte. Your three wishes are granted. Farewell. So, jetzt habe ich drei ganz besondere Z-Objekte bekommen, die man, glaube ich, eben weder kaufen noch irgendwo anders finden kann. Das ist eben die Besonderheit an Polunga und Shenlong, dass man von ihnen sehr, sehr seltene Z-Objekte bekommt. Ja, und wie gesagt, wenn ich das nächste Mal wieder alle 7 Dragon Balls besammeln habe, dann werde ich mal wieder, also dann werde ich zum ersten Mal natürlich Shenlong auf der Erde rufen, weil der hat natürlich wieder ganz, ganz andere Sachen für mich. Ja. Machen wir weiter mit der Freezer-Saga bei den Inseln. Freezer schockiert die Z-Kämpfe mit seiner monströsen dritten Form, die übrigens verdammt hässlich ist. Now, let's try this again, shall we? You monster! Monster trifft es genau. Freezer dritte Form, ey. Also, die sieht von allen meiner Meinung nach am hässlichsten aus. Aber gerade in der Form ist er saumäßig schnell. Also, da hat er eine ziemlich hohe Geschwindigkeit drauf. Mal sehen, ob ich gegen ihn bestehen kann oder nicht. Aber ich hoffe schon. Also dann, los geht's. Ready? Fight! Ja, seht ihr, der kann... Alter! Todesstrahl! Verdammt fies! Und tschüss! Lichtgranate! Ja, er kann auch natürlich toll ausweichen. Ha! Meine Todes... Teufelsspirale. Highspeed Sprint. Nein, bloß nicht. Highspeed Sprint kann ich überhaupt nicht brauchen. Also, alleine am Namen dieser Attacke merkt man, dass er sehr schnell ist. Wenn diese Attacke schon Highspeed Sprint heißt. So, und eine Lichtgranate hinterher. Bam. So, na warte. Mal sehen, wer hier wen zuerst fertig macht. So, Barry Max Power Modus und Todesstrahl geht's daneben. So, das hier nicht. Schon wieder! Alter, na warte jetzt aber. Höllengranate! Friss das! Ausgewichen, aber trotzdem ein bisschen getroffen. Lichtgranate! Ha! Edgy Badge! Schon wieder! Wie oft der Todesstrahl machen kann, das ist eine seiner fiesesten Attacken. Volle Kraft und jetzt Höllengranate. Und friss das. Jetzt habe ich ihn gleich. So, ich glaube, jetzt so ein Gohan und Krillin werde ich gar nicht brauchen. Du kannst was gegen mich hast, du hässliches irgendwas, ja. Also jetzt sieht er mal wirklich aus wie eine Missgeburt. Also ich meine natürlich Freezer, ja. Sollte eh klar sein. Und...
Verdammt! Hörst du auf, auszuweichen? Mann! Jetzt stirb doch endlich mal! Tschüss! So, und jetzt gibt's auch Freezer in der dritten Form für alle restlichen Modi. Und Piccolo erreicht Level 38. Selbst als Supernamek ist Piccolo Freezer in dieser Form nicht gewachsen. Freezer will seinen Gegnern für ihren Tod noch seine letzte Form zeigen. Vegeta nimmt mit Absicht einen fast tödlichen Schlag hin und wird von Dende geheilt. So will er zum Super Saiyajin werden. Na, ob Vegeta damit Erfolg haben wird, ich bezweifle es. So. Also dann, jetzt wird's richtig mega-mäßig übel. Wieder fordert Vegeta Freezer heraus. Ist er tatsächlich Super Saiyajin geworden? But I am what you truly fear, a Super Saiyan! Please! Have you gone insane with fear? Oh ja, ich glaube, Vegeta hat wirklich den Verstand verloren. Freezer finale Form. So sieht er aus, wenn er sich zum letzten Mal verwandelt hat. Und da ist er natürlich so unfassbar stark und schnell und was weiß ich noch alles. Also, ich finde, so sieht er aber irgendwie am coolsten aus. Ist meine persönliche Lieblingsform von Freezer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der mich fertig machen könnte, wenn ich nicht vorsichtig bin. Ready? Fight! Und so ist Garlic! Strahl, würde ich sagen. Wow! Alter! Wow! Oh. Daneben! Nein! Todesstrahl schon wieder! Diese Attacke hasse ich so dermaßen! Die ist so kacknervig! Und Garlic strahl in your face! In your Alien Face natürlich! Und finale Garlic-Kanone! Und sie trifft! Sehr schön! Booms! Saiyajin-Seele! Und zack! So mag ich das! Und gleich nochmal! Zack! Und tschüss. Freezers finale Form ist unbesiegbar. Vegeta verliert seinen Kampfeswillen. Piccolo und die anderen können die albtraumhafte Macht Freezers nur bestaunen. Doch noch gibt es einen Funken Hoffnung. Son Goku. Ja, wieder mal bleibt es an Son Goku hängen. Tja, aber ich würde jetzt gerne mal ganz kurz ins Hauptmenü zurück, so um da Z-Objekte zu fusionieren und überhaupt mal zu gucken, was ich jetzt alles schon habe. Evolution
Reset. Und dann werde ich den Part mal sowieso beenden. So, Objektfusion. Was kann ich da jetzt eigentlich machen? Ja, Böses jetzt ein paar gutes Gehirnwäsche wieder. Da gibt's wieder ein Margin City. Oh yeah, it's Fusion. So, Gerechtigkeitsliebe und einmal da jetzt Stempel. Das hatten wir ja alles schon mal, aber das möchte ich halt einfach nochmal machen. Damit ich noch ein paar weitere Objekte davon habe. So. Hier unversiegelt. Und dann brauche ich Zarbon. Genau das möchte ich machen. Oh yeah, it's Fusion. Und jetzt gibt es Super Zarbon, also eigentlich den pottenhässlichen Zarbon, wie ich finde. So, habe ich jetzt noch irgendwas anderes? Mit einer Powerball wieder Saiyajin, Riesenfarm, Mutation Namekiana. Ah ja, hier, Freezer Soldat und Vegetas Rivale. Und da bekomme ich eben Kui. So, ich glaube, das war's jetzt auch. Ja, das war's. Gut, und beim Geheimtypen, wie gesagt, sehe ich jetzt alle Charaktere. Sie müsste jetzt, glaube ich... Achso, ne, zum Cuisinieren ja nicht, aber hier Liste der Z-Objekte. Immerhin schon 31%. Das ist ja gar nicht mal so übel. Hier, Regenerationsfähigkeit und ewiges Energiegerät. Aber gilt eben nur für die dort unten genannten Charaktere. Nur die können das scheinbar verwenden. So, oder hier, Wunder Z Plus eben. Sinkt deine Gesundheit auf 0, bist du kurz unbesiegbar. Tja. Ja, seht ihr, Druck des Meisters, Präsenz und Trumpf des Meisters, das hatte ich eh schon so. Dreimal Heiligenschein, noch ein Margin-Siegel habe ich noch über. Ja, sonst gibt es ja eh nichts. Wie gesagt, Wunder, keine Ahnung, was das kann. So, hier müssten jetzt aber trotzdem die ganzen... Ja, hier. Barokokus, Vater, Freezer-Saga. So, und hier müsste jetzt, genau, hier Super Zabon, neue Charaktere hinzugefügt, in allen Modi einsetzbar. Ebenso wie Ginyu, Rikum, Bata, Cheese, Guldo, Freezer zweite Form, Freezer dritte Form. Sonst noch irgendwer? Natürlich, Super Slug und Raditz als Werfe. Ab als Werfe, das habe ich alles noch gar nicht angeguckt. Barok als Werfe und natürlich Kui. So, oh, Moment, da ist noch Turles als Werfe, das habe ich alles noch so angeguckt, deswegen steht es da noch als neu. So, ah, und hier natürlich die Dragon Balls. Wenigstens endlich mal alle gesammelt. Und bereits eben einmal... Polunga gerufen, oder Porunga, ich sag halt lieber Polunga mit L, klingt für mich irgendwie besser. Das sind, glaube ich, eh beide Schreibweisen richtig. Und auch beide Aussprachen. So, Z-Objektliste. Ja, vielleicht werde ich den einen oder anderen noch anpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn ich mit Son Goku gegen Freezer kämpfen werde. Also bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss!